Und damit, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Das Huhn begrüßt euch, da oben ist es. Das Huhn begrüßt euch zu The Stretchers. Was ist das für ein Spiel? Ich habe mir bisher auch nur den Trailer angeguckt. Das Spiel kam gestern aus eurer Sicht random am 8.11. raus. Ich weiß nur, dass ich jetzt alleine spielen werde, obwohl es eigentlich ein Koop-Game ist. Ist eigentlich ein Koop-Game. Das heißt, man soll es zu zweit spielen. Allerdings habe ich keine Freunde. Also ja. Whatever. Wir lassen sie einfach mal so. Und den Typen hier, können wir dem auch... Ja, Mann. Das blonde Duo. So. Wunderbar. Ich weiß nur, dass dieses Spiel von den Entwicklern von Little Nightmares in Zusammenarbeit mit Nintendo entstanden ist. Das Spiel wurde offiziell von Nintendo gepublished. Im Titlescreen stand ja auch Copyright Nintendo. Entwickelt wurde es allerdings von den Dudes, die Little Nightmares entwickelt haben, falls das jemandem was sagt. Genau, soviel zu dem Spiel. Kostet nur 20 Euro im eShop. Ist ein Schnäppchen und soll ziemlich lustig sein, was ich so von den Trailern und so gesehen habe. Das war davor nicht angekündigt oder irgendwas, dass dieses Spiel rauskommt. Aber auf einmal war es draußen. Ja? Und jetzt werden wir uns mal gemeinsam hier auf die Reise machen. In der Welt der Stretchers. Ne, keine Ahnung. Wir sind übrigens Ärzte, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Und müssen Leute retten. Oh, damn. Okay. Zum Überspringen Y gedrückt halten. Nee, ist okay. Ah, okay. Ah, guten Morgen, meine lieben Sunnies. Ah, was für ein perfekter Morgen für unsere monatlichen Trainingseinheiten. Lol, what the fuck? Okay, was macht er? Was zum Teufel, Junge? Okay, wir können die Sanitäter bewegen, indem wir die beiden Control-Sticks verwenden. Mit dem linken Control-Stick, oh, wait a minute. Können wir auch den Dude... Ah, ja, ja, ja. Guck mal, wir können auch den Dude nehmen. So, warte. Das ist echt eine ungewohnte Steuerung, aber es funktioniert. Ja, es funktioniert und das ist das Wichtige dran. So. Also, guten Morgen, meine lieben Sunnies. Was für ein perfekter Morgen für unsere monatlichen Trainingseinheiten. Ich nenne diese erste Lektion nehmen und loslassen. Ihr merkt schon, meine Kreativität geht wieder mit mir durch. Ja, ich bin eine alte Tante, ne? Ja, da ihr ständig Patienten hochheben und die Ambulanz befördern müsst, würde ich diese Einheit intensiv üben. Ich habe absichtlich alles Mögliche für euch herumliegen lassen. Trainiert also so viel ihr möchtet. Wenn ihr irgendwann ein bisschen Luft schnappen wollt, sprechen wir uns draußen. Alles klar. Wie kann ich das Ding da jetzt... Ja, wie kann ich das Viech da jetzt aufnehmen? Hui! Wir laufen einfach mal raus. Keine Ahnung, ob wir den einen Typen da mitnehmen hätten sollen. Aber nee, sieht tatsächlich nicht so aus. Alles klar. Die Welt sieht auf jeden Fall echt cool aus. Liebevoll gestaltet und alles, definitiv. Ja, kann man sich nicht beschweren. Also grafisch sieht das Spiel echt cool aus. Ich meine, es kostet halt 20 Euro, ne? Muss man so sehen. What is going on? Warum ist die gute Laune weg? Wow, lol. Okay. So, wir üben hier gerade. Jemanden wegzubringen, wie es aussieht. Ja, diese Puppen sind faszinierend. I know. Oh. Hallo, hallo, Notfall, Notfall. Ja, kommt mal ganz schnell ran. Oh. Ja, ja, ja. Da ist jemand dran. Ja, weißt du, wer das ist? Der labert irgendwie was, dass es einen Notfall gibt. Weißt du, was das heißt? Ja? Ah, okay. Ach so. Ja, natürlich. Ja, ich verstehe schon. Alles klar. Ja, dann los geht's, ne? Was ist das, Junge? Ah, das Spiel ist super. Das Spiel ist super. Oh, damn. Okay. Wie es aussieht, müssen wir jetzt eine Runde fahren. Speziell auch schon etwas Ungewöhnliches geht auf der Farm vor sich. Okay. Also noch ungewöhnlicher als sonst. Setz mal die Rede in Bewegung und folgt dem komischen Symbol da. Martinshorn auf volle Lautstärke. Ja, yeah, Mann. Ja. Warte mal, was? Hat der da den Fuß raushängen?
Wer kommt auf das? Okay, Leute. Fahren wir einfach quer durch die Gegend. Oh, lol. Was zum Teufel, Junge? Man kann hier einfach alles niederfahren. Das ist so geil. Boah, yo, what the fuck? Wir können hier alles niederfahren. Hallo, die Rettung ist da. Junge. Okay, er hat einfach den Fuß raushängen. Was zum... Wo sind denn alle hin? Weiß ich auch nicht. Moment mal. Bauern machen nie Pause. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das gefällt mir nicht. Ach, was du nicht sagst. Nicht mal ein klitzekleines bisschen. Okay, dann steigen wir mal aus, oder? Wir sollten sie so schnell wie möglich zur Klinik bringen. Okay, dann let's go. Schauen wir mal. Ah, und den müssen wir so herausbringen. Okay. Dann müssen wir jetzt mal kurz hier 5 Leute retten, oder wie? Die Trage... Ah, okay. Ah, so können wir die Trage hier mitnehmen. Und so können wir in die Hocke gehen? Ja. Ah, wunderbar. So können wir die Dinger aufheben und wieder in die Hocke gehen. Ja, alles klar. Wie viele können wir denn auf eine Trage mitnehmen, wenn ich fragen darf? Weiß es gar nicht. Schauen wir mal, wie viele wir auf eine Trage mitnehmen können. Boah, Alter, sind wir gerade über den drüber. Hoppala, nein, das wollte ich nicht. Hoppala. Shit. Alles gut. Ah, fuck, Alter, ich muss mit den Controls erst klarkommen. Alter, die Controls, die sind so weird. Hilfe. Jawohl, 2 haben wir, 3 haben wir drauf. 4 haben wir drauf. Wie geil ist das denn, Alter? Komm, wo ist der 5.? Der war hier drüben irgendwo, oder? Wir holen uns gleich alle 5 auf einmal. Junge, hier. Come on. Jawohl, schön runter mit dir. Oh Mann, wir sind so nett. Wir sind solche guten Ärzte. Warte, können wir ihn? Ja, er ist auch noch mit drauf. Nice, Alter. So, hallo, die Heuballen sind im Weg. Lass mal raus hier. Okay, come on. Alle 5 auf einmal in den, in die Ambulanz rein. Aber wie zum Teufel. Alle eingeladen, dann mal auf zur Klinik. Wie zum Teufel haben wir. Warte mal, was? Nein, das wollte ich auch nicht. Okay, so. Wie jetzt? Hä? Was genau muss ich jetzt mit dem Ding da machen? Muss ich das irgendwie zusammenschieben oder... Kein Plan. Hallo? Warte, was? Was? Was zum... Okay, ich hinterfrag's einfach mal nicht. Fahren. Und er steigt ein. Ist er gerade in der Hocke? Okay, wunderbar. Dann let's go. Fahren wir wieder los. Auf zur Ambulanz, Freunde. Woohoo! Jawohl. Alter, das Spiel ist ja mal mega funny. Das Spiel ist ja mal mega funny. Junge, Junge, Junge. Wie geil ist das? Hallo. Ich feiere das Spiel irgendwie. Ja, keine Ahnung, das ist voll stumpf, aber ich mag das. Unsere exzentrische Erfinder Professor Doktor. Professor Doktor. Hat eben seine neueste Kreation an die Klinik geliefert. Das Ding hier könnte genau das sein, was wir jetzt brauchen. Sehen wir zu, wie diese attraktiven Mediziner es enthüllen. Attraktiv. Okay. Alles klar. Hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. Der Entdussler 3000. Wow. Ja, Optik ist ja nicht alles. Heilen wir diese armen Bauern, dann können wir nach weiteren Dusslern suchen. Ah, okay, die Kranken heißen Dussler. Alles klar. Die Kranken heißen also Dussler. Ja, dann lassen wir sie mal aus unserem Wagen raus und entdusseln sie mit dem Entdussler 3000. Oh, feiere ich richtig hart, no joke. Nice, Alter. Das funktioniert. Nice, Alter. Na dann. Na, wenn das so ist, können wir das irgendwie überspringen? Oder müssen wir uns das jetzt anschauen? Ah, nee, Missionsstatistik. Okay, jetzt ist vorbei. Ich dachte schon, ich muss euch das jetzt gleich rausschneiden. Wir waren sehr erfolgreich, würde ich behaupten.
Ja? Wir waren sehr erfolgreich. Alles klar. Gibt's schon eine nächste Mission für uns? Gute Arbeit, meine lieben Sunnies. Ich fürchte nur, dass es erst anfangen. Plötzlich Dusseligkeitsepidemien passieren nicht einfach so. Einfach so arme, unschuldige Bürger in hilflose Dussel zu verwandeln. Welche Niedertracht, welche Boshaftigkeit, welch... Ja, was eigentlich? Wir brauchen eine Karte, also auf zum Hauptquartier. Es ist da drüben. Alles klar, ist ja nicht direkt um die Ecke, ne? Aber schön nochmal eine Mauer umfahren. Why not? Alles klar. Willkommen zu Hause, die Karte liegt da vorne auf dem Tisch. Ah, okay. Na dann. Oh oh. Bekommen wir Besuch. Vom Dussler. Ha, vom Hauptdussler. Ist er das? Ja, das sieht irgendwie verdächtig aus. Komplett unbeeindruckt. Oh nee! Das arme Schwein, Alter. Und die gucken einfach nur blöd rein. Was zum... tschüss. Ja, schön, dich kennengelernt zu haben. Komischer Bösewicht oder sowas in der Art. Ja, whatever. Wie kann der uns kontaktieren? Hallo, hört mich jemand? Hallo. Ich bin der Fiesling von vorhin. In all der Aufregung habe ich vergessen, euch meinen Namen zu offenbaren. Nennt mich Captain Superhirn. Wenigstens wissen wir jetzt, wer für die Dussler verantwortlich ist. Ich hatte ja schon die Schweine in Verdacht. Die Schweine. Hm. Also, ich habe gehört, dieser Typ war auch mal Sanitäter in eurem Team. Aber der ist doch total bekloppt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ihr mich als eure Disponentin ausgesucht habt? Am Ende drehe ich auch noch genauso durch wie ihr. Wie auch immer, es gilt keine Zeit zu verlieren. Ein Hut dieser Größe und Farbe kann nur eins bedeuten. Wir müssen ihn davon abhalten, noch mehr Schaden anzurichten. Schnappt euch die Karte vom Tisch und macht euch an die Arbeit. Okay. Machen wir. Ja, gar kein Ding. Die Karte holen wir uns. Ihr habt jetzt die Weltkarte. Und das überbeleuchtet mich gar nicht, dieser Screen. Yay. So. Testen wir noch kurz, ob die Karte auch ordentlich funktioniert, damit wir uns endlich unserem Job widmen können. Ah, wunderbar. Jedes Mal, wenn Berichte über neue Fälle von Dusseligkeit eingehen, markiere ich sie automatisch für euch auf der Karte. Ich bekomme gerade zwei dringende Rettungsmeldungen rein. Sucht ihr eins aus. Nehmen wir Versägt oder Strandausflug. Ach komm Leute, ich würde sagen, wir gehen hier ins Sägewerk. Gute Wahl, rein in die Ambulanz und auf zu den Dusslern. Okay, dann würde ich sagen, rein in die Ambulanz. Ja. Oh, scheiße, fahren. Und der Typ, der steigt ein. Alles klar. So, und wieder zurück. Wihiu! Jetzt fahren wir erstmal eine schöne kurze Strecke. Oh, warte, können wir da jumpen? Boah, yo, wir können hier jumpen. Alter, das macht Spaß. Holy shit, Alter, das Rumpfahren ist das Beste an dem Game. Da kommen irgendwie so fette GTA-Feelings bei mir auf. Ah, wir schaffen das, ja, moin. Da kommen irgendwie so richtige GTA-Feelings bei mir auf. Richtig, richtig geil. Versägt. Okay, dann würde ich sagen, die Mission machen wir noch. Das Sägewerk ist ungewöhnlich ruhig. Ja, dachte ich mir. Das kennt man sonst nur von Bibliotheken. Wir sehen uns am besten mal um. Ja, machen wir. Kein Ding. So, öffnen wir mal das Tor. Oh, automatisch. Warte mal, was? Automatisch folgen an? Ja. Warte mal, was? Ach so, ziehen. Nein. Oh Gott. Alter, Genius. Das ist Genius. Alter, was habe ich gerade gemacht? So, automatisch folgen an. Was für ein bösartiges Monster, klappt einfach so die Stromverbindung. Kappt, nicht klappt. Naja, um die sollten wir uns als allererstes kümmern. Bro, kannst du mal aufhören, das zu greifen? Bro. What the fuck is going on? Okay, jetzt followt der mir automatisch. Da oben ist einer. Und was können wir... Ah, okay. Zack, zack, zack. Und den hier auch umlegen. Alter, ich mag das. Ich mag das wirklich mit diesem Koop. Das ist voll geil. Ich meine, geiler wäre es natürlich, das zu zweit zu spielen. Aber das kann man ja auch noch immer machen.
Das Segwerk ist wieder voll funktionsfähig und so gefährlich wie eh und je. Dann wollen wir mal die armen Dussler einsammeln. Okay, let's go. Was hilft diese Alter! Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir greifen mal ganz kurz hier die Trage. Zack. Den nehmen wir mit. Hoppala. Hi, Dude. Können wir dich aufheben? Ja, wunderbar. Was ich auch noch gerne machen würde, ist den hier aufheben. Können wir wieder alle auf einmal mitnehmen? Das wäre natürlich richtig nice. Was macht die goldene Axt hier? Was macht diese goldene Axt hier? Hat die irgendwas zu bedeuten? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Junge, 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 Junge. Okay, und jetzt wieder zurück, oder was? War es das dann schon wieder? Oh, lo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 l, nein! Als ob. Shit. Ah! Das war jetzt nicht so schlau. God damn it! Nein, 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 nein! Ah, verdammt nochmal. Okay, ab mit euch da rein. Ich habe die jetzt alle wieder mal aufgehoben und habe jetzt den letzten da zum Beispiel nicht mitgenommen, weil, ja, das wäre zu crazy geworden. Aber wir können auch rückwärts hier laufen. Das ist auch interessant zu wissen. Wenn beide wirklich stark genug in die eine Richtung lenken, hallo, komm rauf, dann kann man auch rückwärts auf so ein Laufband laufen. Alles klar. Na dann sprinten wir mal zurück. Let's go. Das war der letzte. Ja, ich wusste doch, es sei aus dem richtigen Holz geschnitzt. Sehr gut gemacht, meine kleinen Helferlein. Okay, dann würde ich sagen, der eine steigt ein. Oder? Ne, warte. Wie ging das nochmal? Achso, ja, genau. Und der andere steigt auch ein. Und dann geht's wieder los zurück. Wunderbar. Schade, dass die Welt nicht so groß ist. Hier rumfahren durch die Welt, das wäre so lustig. No joke. Das wäre so lustig. Ich finde es auch super, wie der schon wieder die Füße raushängen hat. Das Spiel nimmt sich halt null ernst und das ist das Geile dran. Hui, hallo. Das Spiel nimmt sich halt so wirklich null ernst. Holy shit. Lassen wir auch hier mal kurz die Patienten raus. Wunderbar. Was haben wir denn geschafft an Punkten? 19.000. Na, das ist doch eine wunderbare Sache, würde ich behaupten. Boah, yo, wie viele Punkte kriegen wir denn hier? Holy shit. Achso, okay, ein paar bekommen wir auch wieder abgezogen. Aber an sich haben wir 19.280. Ach, man sieht es schon irgendwie. Ja, sieht man schon. Passt schon. Ja. Alles klar. Und dann würde ich sagen... Oh, Captain Superman meldet sich zu Wort, Leute. Aloha, meine ehemaligen Freunde. Glaubt ihr immer noch, dass ihr Leuten helft, indem ihr sie heilt? Man kapiert es endlich. Was soll das denn heißen? Naja, was das heißen wird, werden wir im nächsten Part rausfinden, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.